Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eternal. Und heute, Leute, werden wir nachschauen, ob... Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Ich bin ein Depp. Ob wirklich schon die Rüstung jetzt fertig ist, wie es angekündigt worden ist. Habe ich gerade die Tür zugemacht? Egal, ich mach's mal komplett zu, Leute. Das wird jetzt sehr interessant zu sehen. Na, Claire, du stehst da auch immer noch rum, richtig? Okay, gehen wir mal zum lieben Ringo rüber. Ringo, die Mingo, die Dingo, die Glossy ist fertig. Okay, er arbeitet schon am nächsten, hä? Okay, der Tod greift mich wieder an, so ein... Okay. Danke für nicht... Okay, wieso ist der Tod da immer noch? Okay, Ringo, du hast hier drin gar keinen Schalter. Sag mal, bist du... Oh Gott, Leute, sie sieht so cool aus. Ringo, was gibt's? Hi, Planet. Einstein ist wieder in seinem Labor. Geh einfach zu ihm, damit er dir Operation Telos erklären kann. Ich baue derweil noch an einer speziellen Gun für dich weiter. Die ist für mich! Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Aber noch viel wichtiger... Die Rüstung ist fertig. Stiefel der Ewigkeit. Beinschoner der Ewigkeit. Brustplatte der Ewigkeit und Helm der Ewigkeit. Aber die nehme ich trotzdem mit. Oh mein Gott, Leute. Okay, Leute, das sieht... Oh mein Gott, sieht das genial aus. Okay, Leute. Oh mein Gott. Es sieht so cool aus. Leute, Leute, Leute. Hallöchen. Oh mein Gott, es sieht genial aus. Ich könnte jetzt theoretisch auch anderen Body hinmachen. Okay, aber... Okay, Leute. Diese Rüstung ist ja so genial. Guckt sie euch an. Endlich haben wir sie selbst. Oh Mann, Leute. Dann dieser krasse Helm. Okay, Leute. Es sieht einfach genial aus. Holy... No joke, Leute. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine coole Rüstung in Minecraft gesehen. Sie gefällt mir einfach ultra gut. Guck mal, ich bin bei lilanen Herzen jetzt. Was zur Hölle? Ich habe sogar Wasserläufe. Okay, das muss ich ausprobieren. Oh, Leute, wir können so schnell schwimmen. Oha! Leute, diese Rüstung, no joke, die ist so genial. Okay, Leute, ich bin verliebt in eine Rüstung. Geht das? Es muss gehen. Ich liebe sie nämlich. Holy moly. Okay, er meinte jetzt aber, dass wir auch noch zu Einstein sollen, Leute. Da dürfen wir ihn natürlich nicht warten lassen. Leute, wir kriegen heute unsere ultimative Rüstung. Und es kommt noch dazu, dass wir einfach endlich von Einstein erfahren, wobei es sich bei Operation Telos handelt, Leute. Ich bin so glücklich. Ich bin so gespannt auf Operation Telos, ne? So dermaßen gespannt. Na dann mal hoppla hopp. Einmal kurz hier hoch zum Teleporter. Warum auch immer Einstein den hier oben auf dem Berg gemacht hat. I don't know, Leute. Aber ihr blöden Viecher, euch kenne ich mal gerade. Perfekt. Raw Dusk Lurker Dusk. Okay, ich frag nicht. Und zack. Einstein, ich bin da. Das bin doch ich. Wieso bin ich dort in der Maschine zur Erschaffung von Materie? Und der ist lebendig. Und warum ist hier nochmal der Helm? Hier sind meine Sachen nochmal. Eternal Fälschung. Und meine Rüstung auch als Fälschung. Einstein, was hast du vor? Was zur Hölle machst du? Hallo, mein Lieber. Es ist soweit. Operation Telos kann starten. Operation Telos ist unser Notfallplan. Wie beginne ich damit am besten? Ja, am besten am Anfang. Okay, also... Der Plan beinhaltet,
Das wäre eine exakte Kopie von dir, die ich bereits mit der Maschine zur Erschaffung von lebendiger Materie erstelle. Mit einer Fälschung deiner Rüstung und deines Schwertes in die Vergangenheit schicken und dieser mit deinem früheren Ich redet. Die Zeitreise funktioniert dabei genauso so wie damals in Erebos. Okay, also du erschaffst eigentlich einen exakten Klon von mir und der geht einfach in die Vergangenheit. Wieso gehe ich nicht einfach in die Vergangenheit? Einstein, wieso schickst du mich nicht einfach kurz in die Vergangenheit? Wieso? Es wäre doch, warum kann ich das nicht machen, Leute? Wieso kann ich denn nicht in die Vergangenheit? Dein Doppelgänger wird in seine molekulare Struktur zersetzt und in dieser Form durch die sogenannte Quantenebene geschickt. In dieser kann man zwischen Zeit und Raum wechseln. Dann taucht er in deiner Vergangenheit auf, redet mit dir und wird wieder zersetzt. Dann holen wir ihn in die Zeit nach deinem finalen Kampf gegen Aionios. Was bringt er mir denn nach diesem Kampf? Im Kampf könnte ich ihn dann doch wenigstens gebrauchen mit irgendeiner guten Waffe oder so. Dann hätte ich wenigstens Unterstützung von mir selbst, was ziemlich seltsam ist. Du magst dich jetzt fragen, wieso wir das machen. Um es kurz zu sagen, wir befürchten, dass du verlieren wirst. Und um das zu verhindern, gibt es deinen Doppelgänger. Hä, aber wenn ich besiegt werde, wie soll er das denn... Okay, er ist eine exakte Kopie von mir. Also quasi ich, aber... Hä? Ich check's nicht. Er ist ja du. Nur würde er während seiner Reise durch die Quantenebene komplett von den Einflüssen unserer kompletten Handlungen hier abgeschirmt sein. Egal was passiert, solange er sich in der Quantenebene befindet, bleibt er unberührt von jeglichem Einfluss. Wenn du stirbst, lebt er. Und er ist du, also lebst du und bekommst quasi eine zweite Chance. Wir tun das für dich. Und um die Welt, auch wenn es einmal schief läuft. Hast du weiterhin die Möglichkeit, alles zu retten. Okay, danke für dieses Vertrauen. Dass ihr davon ausgeht, dass ich einfach verkacken werde im Finale. Danke, ich freue mich. Wundervoll, Einstein, ich fühle mich geehrt. Aber, okay, ich versteh's. Ich hol dir gleich den Zeitreisehelm einfach auch schon mal runter, dann musst du nicht hochlaufen für ihn. Also. Leute, wer jetzt nicht ganz mitkam, ich kann's verstehen, ich versuch's selber gerade zu verstehen. Also, wenn ich's richtig verstanden habe. Gibt es eine exakte Kopie von mir, die gerade erschaffen wird? Und diese Kopie ist ja ich und wird mit einer Fälschung von meinen Sachen, damit ich wirklich so aussehe, als käme ich aus der Zukunft mit diesen tollen Sachen, damit ich sehe, was ich habe. Leute, wer sich an die Folge erinnert, der merkt das. Werde ich in die Vergangenheit geschickt und rede dort mit mir, mit meinem vergangenen Ich. Aber diese Zeitsprünge, die er macht... geschehen, indem er in seine molekulare Struktur zersetzt wird. Das ist wie damals, ich glaube, wie damals in Erebos, wo es Einstein, glaube ich, auch genauso erklärt hatte, zersetzt und in einer anderen Zeit wieder zusammengesetzt. Und anscheinend ist es jetzt so, wenn ich es richtig verstehe, dass die molekulare Struktur von einem in dieser Quantenebene quasi da drin sich befindet, dadurch verläuft, dadurch durch Zeit und Raum springen kann. Und während er in seinem molekularen Strukturzustand sich befindet, in dieser Quantenebene, kann er nicht von den äußeren Einflüssen beeinträchtigt werden. Das heißt, egal was hier passiert, keine Ahnung, Weltuntergang oder so, er bleibt weiter am Leben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Leute, ihr könnt mir eure Theorien oder wie ihr es verstanden habt, gerne in die Kommentare auch nochmal schreiben. Leute, ich glaube, ich hab's verstanden und ich check's auch. Und es ist zu verstehen. Oh nein, es beginnt schon wieder die Jagd nach Blut. Ich freue mich. Okay, ich hole ihm jetzt schon mal den Zeitreisehelm. Leute, damit macht das Sinn, dass es zwei Ichs von mir gibt, die komplett identisch sind. Hier, Quantenzeitreisehelm, Leute. Ein kompaktes Mittel. Damals hatten wir nämlich in Erebos, wer es verpasst hat, könnt ihr das gerne nachgucken.
hatten wir in Erebos eine Zeitmaschine, die war viel größer als dieser Helm. Also viel, 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 viel größer. Und da wurden wir auch in einem Prozess in unsere molekulare Struktur zersetzt. Damals hatten wir aber dafür auch noch einen speziellen Anzug mit. Wir brauchten einen Anzug und diese riesige Maschine. Anscheinend hat Einstein es jetzt mit Ringo hinbekommen, diese Technologie und so einfach in einen Helm zu verpacken. Das heißt, ich tauche quasi auf, hier, während ich den Helm aufhab, ziehe mich um und kann dann zu meinem Vergangenheits-Ich hingehen, in der Rüstung. Das ist natürlich cool. Okay, ich tue den hier rein. Ich verstehe den Plan, Leute. Ich bin damit einverstanden, aber ich hoffe eigentlich, dass der nicht nötig sein wird. Ich hoffe, dass wir das Finale gewinnen werden, diesen finalen Kampf gegen Aionios. I mean, warum sollten wir verlieren? Wir haben bisher all seine Brüder, Schwestern, was auch immer, all die anderen celestialen Wesen besiegt. Warum sollten wir es mit ihm nicht auch schaffen? Gut, Leute, wir haben ihn seit fast 30 Folgen gefühlt nicht mehr gesehen. Aber, gut. Leute, was soll man denn da machen? Aber wir werden ihn bestimmt bald wiedersehen. Und Leute, das heißt, wir haben schon mal diesen Punkt mit der Zeitreise abgehakt. Das hat, glaube ich, auch irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass bald dieser Zeitpunkt kommt, wo ich eigentlich durch die Zeitreise. Und das passiert, nur dass es eine Kopie von mir macht. Okay. Leute, ich check's. Denke ich. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch großartig dazu sagen soll. Leute. Ja, okay. Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es war interessant, sagen wir so. Wir wissen jetzt endlich, was Operation Telos ist, ne? Und das konnten wir uns nicht vorher sagen. Wahrscheinlich wollten sie sich erstmal absichern, dass er wirklich dieser Plan komplett so funktioniert. Bevor sie mir davon erzählen und nachher funktioniert es nicht oder so. Leute, ich bin gespannt, ob diese Operation wirklich nötig sein wird. Also genauer gesagt, werden wir es sowieso nicht wissen. Außer die unterrichten meine Kopie davon. Ich weiß nicht, auf welchem Erinnerungsstand dann mein Ich sein wird, aber okay. Leute, das soll es jetzt aber erstmal mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!